Herzlichen Dank, Frau Kollegin Förster-Heldmann. Wir sind immer verhältnismäßig großzügig mit der Redezeit. Nur irgendwann kommen wir ins kurze Gras, wenn es am Abend dann doch sehr spät wird. Deswegen bitte ich ein bisschen um Disziplin, aber wir versuchen es liberal zu handhaben. Deswegen, wenn ich dazwischen gehe, bitte nicht böse sein. Jetzt habe ich noch für 3,5 Minuten den Kollegen Gagel von der Fraktion AfD. Sie haben das Wort. 3,5 Minuten. Herr Präsident! Verehrte Kollegen, ich stelle ja fest, wir haben einen lebhaften Landtag, und es gibt hier häufig mal Zurufe, wie ich eben sehen konnte und hören konnte. Ich will meinen Beitrag dazu leisten, dass der Landtag lebhaft bleibt. Insofern zum Thema Wohnungen. Das ist ein Lieblingsthema von mir, muss ich noch ein paar Worte sagen. Ich habe noch 3 Minuten und 27 Sekunden. Verehrte Kollegen, ein Überangebot an Wohnungen ist der beste Mieterschutz, hat mein Kollege hier eben gerade gesagt. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Die Frage ist doch, wie kriegen wir das Überangebot? Das Überangebot, meine Damen und Herren, das kriegen wir nicht durch Zwangsverbote, das kriegen wir auch nicht durch Enteignungen, das kriegen wir auch nicht durch Zweckentfremdungsgesetze, das kriegen wir auch nicht über Mietpreisbremsen. Und das kriegen wir auch nicht über Stuhlkreise sozialistischer Gruppen, die sich in irgendetwas, in irgendeinem Kreis irgendwo etwas fordern, was man ja mal machen müsste, um die Wohnungsnot zu lindern. Damit kriegen Sie nicht eine einzige Wohnung gebaut, nicht eine einzige, sondern, das wurde hier auch schon gesagt, durch Ausweisung von Bauland, von Abbau und von Investitions- und Bürokratiehemmnissen, mit einem vermieterfreundlichen Recht und mit einem Wegfall von Steuern, die das Wohnen belasten. Da wurde ja jetzt hier heute schon etwas Schlaues gesagt vom CDU-Kollegen. Die Rede fand ich ja ganz gut. Das ist ja ganz toll, was Sie gesagt haben. Da stehe ich mit, in vielen Punkten bin ich da übereinstimmend mit Ihnen. Nur, Sie sind in der Regierung. Sie könnten die Grunderwerbsteuer abschaffen oder senken. Sie sind in der Regierung. Sie könnten die Grundsteuer auch abschaffen. Sie sind in der Regierung. Sie könnten die Dämmvorschriften bei der NF 2017 lockern. Sie sind in der Regierung, um das Bauen für Privatinvestoren attraktiver zu machen. Meine Damen und Herren, ich baue seit über 10 Jahren Wohnungen selbst als privater Investor. Ich habe noch kein einziges Förderprogramm genutzt oder vielleicht war ich auch zu blöd dafür, weil es schlicht keins gab. Es gab keins. Ich hätte ja gerne mehr Wohnungen gebaut, ja. Ich hätte ja gerne mehr Wohnungen gebaut, aber dort, ich baue natürlich nur dort Wohnungen, wo es auch attraktiv ist. Und wenn mir hier irgendeiner ein Förderprogramm ins Ohr flüstert, wo ich Wohnraum schaffen kann und auch noch die Förderung bekomme, dann ist es wunderbar. So, also, ich stelle fest, die Diskussion hier im Hause geht mal wieder komplett eigentlich am eigentlichen Thema vorbei. Sie hier in der linken Ecke wollen das irgendwie mit sozialistischer Mängelbewirtschaftung die Symptome lindern. Und Sie sind es doch auch gewesen, und da schließe ich Sie mit ein, die Kollegen von der CDU, die die Wohnungsnot doch erst mitgeschürt haben. Seit 2015, und da wiederhole ich mich, und ich werde es, das kriegen Sie jedes Mal gesagt, wenn ich hier stehe und zum Thema Wohnung. Das kriegen Sie jedes Mal gesagt. Sie haben 2 Millionen Menschen ins Land gelassen, und die brauchen alle Wohnraum. Und dieser Wohnraum, diese 2 Millionen Menschen, ist dreimal die Großstadt von Frankfurt, die Sie in Deutschland bauen müssen, um diesen Leuten Wohnraum zu geben. Es ist Ihre Politik, die dazu geführt hat, dass wir am Ende dastehen, wo wir heute stehen. Es ist die Politik völlig verfehlten Wohnraumbewirtschaftung, letztendlich eine völlig falsche Rahmensetzung und auch noch letztendlich der Migrationsbewegung, die Sie gutgeheißen haben, die Leute ins Land zu lassen, hat letztendlich dazu geführt, dass die deutsche Bevölkerung, die hier lebt, keine preisgünstigen Wohnungen mehr kriegt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Gagel. Das war eine Punktlandung. Und damit darf ich Herrn Staatsminister Al-Wazir für die Landesregierung das Wort erteilen. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es stimmt, wir haben im Ballungsraum ein Problem. Wir haben zu wenig Angebot an Wohnraum. Wir haben zu hohe Mieten, und wir haben teilweise
Spekulation mit Wohnungen und auch der Fläche. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist das Problem aller wirtschaftlich erfolgreichen Ballungsräume. Frankfurt-Rhein-Main gehört zu diesen Top 5 Regionen in Deutschland. München, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, Berlin, das sind die Regionen, in denen die Mieten deutlich nach oben gehen, in denen viele Wohnungen verkauft werden, in denen teilweise spekuliert wird. Und natürlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, das sind existenzielle Sorgen, weil ganz klar, wenn es um das Dach über dem Kopf geht, das ist mit das Wichtigste, was es gibt. Und deswegen ist das eines der wichtigsten Themen der Arbeit der Landesregierung in dieser Legislaturperiode. Und natürlich ist es so, dass gerade in einer solchen Situation jede unnötig, und ich betone unnötig, jede unnötig leerstehende Wohnung ist in einer solchen Situation ein Ärgernis. Und es gehört aber auch dazu, wenn man sich mit der Sache beschäftigt, dass natürlich ein gewisser Prozentsatz von Leerstand nicht nur normal ist, sondern für einen funktionierenden Wohnungsmarkt unerlässlich, weil jeder Mieterwechsel in aller Regel einhergeht mit beispielsweise einem Monat Leerstand. Wir sind dabei, natürlich ist auch unser Interesse, dass Wohnungen renoviert werden, dass Wohnungen saniert werden. Deswegen sage ich noch einmal ausdrücklich, jede unnötig leerstehende Wohnung, vor allem wenn sie aus spekulativen Gründen leer steht, ist ein Ärgernis, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen muss man sich sehr genau betrachten, was sind potenzielle Gründe für so etwas, zu sagen, was ist ein echtes Problem, zu sagen, und wo gibt es dieses Problem nicht, bzw. was kann man mit welchen Mitteln dagegen tun. Erste Feststellung, Zweckentfremdung von Wohnraum, Umnutzung zu Büros. Das war in den 80er und 90er Jahren gerade in Frankfurt ein Riesenproblem, weil man mit Gewerberaum mehr Geld verdienen konnte als mit Wohnraum. Ich stelle allerdings fest, das ist momentan kein ernstzunehmendes Problem. Im Gegenteil, es ist uns mit vielen Maßnahmen gelungen, unter anderem auch einer HBO, einer Änderung der Bauordnung im letzten Jahr, dass wir sehr erfolgreich darin sind, ungenutzten Büro- und Gewerberaum zu Wohnraum umzuwandeln. Und Frau Barth, Sie scheinen sich ja gerne Gebäude in Frankfurt zu betrachten. Ich empfehle Ihnen einmal die Bürostadt Niederrad. Oder ich empfehle Ihnen mal beispielsweise einen Blick auf das, was am Kaiserlei in Offenbach stattfindet. Da gibt es viele unterschiedliche Beispiele, wie Herr Kollege Schäfer-Gümbel, ich weiß überhaupt nicht, warum Sie so aufgeregt sind, wenn ich über die Sache rede. Gut, also dann stelle ich schlicht fest, zu sagen, die Zweckentfremdung von Wohnraum zu Büro- und Gewerberaum ist kein relevantes Problem mehr. Im Gegenteil, es gelingt uns zunehmend, untergenutzten Büro- und Gewerberaum zu Wohnraum umzuwandeln. Und das hilft, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zweite Feststellung von Zweckentfremdung, Umnutzung von Wohnraum zu Ferienwohnungen, die nicht nur gelegentlich mal vermietet werden, wofür übrigens Airbnb ursprünglich mal gegründet wurde, sondern die sozusagen dauerhaft dem Wohnungsmarkt entzogen werden. An dieser Stelle hat die Landesregierung gehandelt, hat 2017 den Kommunen die gesetzliche Möglichkeit gegeben, an dieser Stelle vorzugehen. Und die Städte nutzen das auch, wobei ich ausdrücklich sage, sie müssen es dann auch nutzen. Manche haben es schon begonnen, andere diskutieren es. Ich stelle fest, das sind jetzt die Zahlen der Stadt Frankfurt. Kollege Schäfer-Gümbel geht, Kollege Rudolph hört nicht zu. Gut, das ist der Setzpunkt der SPD. Aber ich sage jetzt einmal die Zahlen der Stadt Frankfurt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zahlen der Stadt Frankfurt aus dem Jahr 2018. Es sind 246 Anträge auf Ferienwohnungsnutzung gestellt worden. Davon hat die Stadt Frankfurt 215 genehmigt und 31 abgelehnt. Ich stelle das nur fest, das sind die Zahlen der Stadt Frankfurt für das Jahr 2018.
Wahrscheinlich gab es gute Gründe, das zu genehmigen. Ich weiß es nicht. Das ist ja Verantwortung der Kommunen. Noch einmal, die gesetzliche Möglichkeit ist vorhanden, und die Kommunen müssen es dann auch nutzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dritter Bereich, kalte Entmietung. Das ist ein wirklich relevantes Problem in Einzelfällen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wie läuft das? Ein Investor kauft ein Mietshaus, wandelt die Mietwohnungen in Eigentumswohnungen um und verkauft sie dann einzeln und teuer und macht damit einen ordentlichen Schnitt. Und natürlich ist klar, dass eine leere Wohnung sehr viel teurer vermietet werden kann als eine vermietete Wohnung. Und das ist der Grund, warum es in solchen Fällen einen spekulativen Leerstand gibt, weil die Investoren es nicht weitervermieten wollen und am liebsten das ganze Haus leer haben wollen, um es dann zu filetieren und einzeln zu verkaufen. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, wie man darauf reagiert. Einerseits ist die Möglichkeit, mit einem Zweckentfremdungsverbot vorzugehen, mit relativ viel Verwaltungsaufwand. Das ist so auf jeden Fall, weil im Zweifel der Investor, der Besitzer immer sagen wird, da wird gerade renoviert oder saniert mit allem, was dazu ist. Das ist eine Möglichkeit. Und wir haben uns im Koalitionsvertrag für eine andere Möglichkeit entschieden. Wir haben uns nämlich dafür entschieden, dem Profitmodell den Boden zu entziehen. Weil das Profitmodell lebt davon, dass man Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umwandeln kann. Und wenn man den Kommunen die Möglichkeit gibt, der Fachbegriff ist Genehmigungsvorbehalt, wenn man den Kommunen die Möglichkeit gibt, an dieser Stelle diese Umwandlung zu untersagen, dann ist der Grund für den spekulativen Leerstand entfallen. Und das wollen wir in diesem Jahr auf den Weg bringen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch da gilt natürlich dann, die Kommunen müssen es auch nutzen. Aber ich glaube, es wird wirken, weil der Grund für diesen spekulativen Leerstand ist ja die Spekulation darauf, dass aus der besetzten Mietwohnung sozusagen eine leere Eigentumswohnung wird, die man dann sehr viel teurer verkaufen kann. Und wenn klar ist, dass die Mietwohnung immer eine Mietwohnung bleiben wird, dann gibt es keinen Grund mehr, sie nicht zu vermieten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen bin ich sehr zuversichtlich, wenn die Kommunen das ordentlich anwenden, dass das dann auch seine Wirkung zeigen wird. Letzter Punkt für Leerstand. Das ist das, was Kollegin Barth angesprochen hat, wenn sie sagt, sie sieht dunkle Fenster im Europaviertel. Das sind Neubauten, die nicht genutzt werden. Und da haben wir ein Problem. Da hilft auch kein Zweckentfremdungsgesetz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wobei ich glaube, wir sind uns einig, dass wir es da nicht mit einem Massenphänomen zu tun haben. Aber wenn jemand eine Wohnung kauft für sich selbst, weil er sozusagen das Geld hat und sie auch in einem Gebiet kauft, wo es teuer ist, und diese Wohnung dann, sagen wir mal, alle drei Monate für eine Woche nutzt, um auf der Goethestraße einkaufen zu gehen, dann ist das nicht meine Welt, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihre auch nicht. Aber es ist rechtlich nicht zu beanstanden. Da gibt es übrigens eine Leitentscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1975. Da hilft Ihnen auch kein Zweckentfremdungsgesetz, weil es ist kein spekulativer Leerstand, sondern es ist sozusagen in Anführungszeichen für ihn eine Ferienwohnung, in Anführungszeichen, die er nur selbst nutzt. Und da kommen Sie rechtlich nicht dran, außer, Herr Schalauske, Sie wechseln zum Kommunismus. Das wird Ihnen gefallen. Das hilft dann kurzfristig. Aber langfristig hat der Kommunismus immer zu Wohnungsnot geführt. Und jetzt die spannende Frage, wie groß ist der Leerstand? Ich habe Ihnen schon gesagt, normal in einem funktionierenden Wohnungsmarkt sind ungefähr 3%. Das heißt Mieterwechsel, Renovierung, Sanierung mit allem, was dazugehört. Das Institut für Wohn- und Umwelt hat ausgerechnet, dass es in Frankfurt einen Leerstand von 1,4% gibt. Der Zentrale Immobilienausschuss hat in der letzten Woche gesagt, dass aus seiner Sicht in Frankfurt ein Leerstand von unter 0,5% besteht. Jetzt sagen Sie, das stimmt nicht, sondern Ihr Gefühl stimmt. Jetzt ist die spannende Frage, soll ich mich jetzt verlassen auf das Gutachten des Instituts Wohnen und Umwelt und auf den Zentralen Immobilienausschuss oder auf das Gefühl von Elke Barth, Sikard Pavlik und Uli Nissen? Das können wir entscheiden. Aber ich habe
Minister, ich weise nur rein vorsorglich auf die Fraktionsredezeit hin. Aber ich habe einen Vorschlag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe einen Vorschlag. Was sind Sie denn so aufgeregt heute? Also, Das Wort hat Herr Minister Al-Wazir. Vielen Dank, Herr Präsident. Wir haben im Jahr 2021 den nächsten Zensus. Das ist das, was man früher Volkszählung nannte. Das ist inzwischen eher eine Gebäudezählung geworden. Wir haben im Jahr 2021 den nächsten bundesweiten Zensus. Wir sind momentan im Bundesrat aktiv, damit die Bundesregierung in diesem Zensus auch die Frage aufnimmt nach Leerstand und nach Gründen des Leerstands, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich hoffe, ich habe an dieser Stelle die Unterstützung der Sozialdemokraten. Ich meine, vielleicht Sie regieren ja mit auf Bundesebene. Ich hoffe, dass wir an dieser Stelle die Unterstützung der anderen Landesregierungen bekommen für unsere Aktivitäten im Bundesrat und dass dementsprechend auch auf Bundesebene dann diese Frage Grundlage auch des nächsten Zensuses wird. Und dann haben wir am Ende einen Zensus, der sozusagen alle Gebäude in Deutschland betrachtet. Und dann gehe ich einmal davon aus, dass wir dann Zahlen haben, die nicht mehr nach Gefühl sind, sondern wo wir am Ende auch gemeinsam der Auffassung sind, dass wir eine Grundlage haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen, letzter Punkt, langfristig ist die Lösung einer solchen Situation, in der wir im Ballungsraum in Problemen sind, eine kluge, vernünftige, auf Dauer angelegte Wohnungsbaupolitik, meine sehr verehrten Damen und Herren. Erstens, indem wir staatlich geförderten Wohnraum schaffen, vor allem von Wohnungsbaugesellschaften in öffentlichem Besitz. Da haben wir das größte Programm aufgelegt, was es in den letzten Jahrzehnten gab. Wir werden in den nächsten Jahren 2,2 Milliarden € mobilisieren, um in diesem Bereich Wohnungen neu zu schaffen, um in diesem Segment für Entlastung zu sorgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der zweite Punkt ist der frei finanzierte Wohnungsbau von Privaten, aber auch von Wohnungsbaugesellschaften in öffentlichem Besitz. Ich bin froh, dass wir die Nassauische Heimstätte Wohnstadt haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das Ziel ist, dass wir von einem Wohnungsbestand jetzt von 60.000 Wohnungen landesweit in den nächsten 8 Jahren auf 75.000 Wohnungen kommen. Ja, Herr Kollege Rudolph, wenn Sie so nett dazwischenrufen, kann ich Ihnen sagen, da tut es jetzt weh. Die Grundlagen für die Existenz von Deutscher Wohnen und Vonovia waren politische Entscheidungen. Diese Entscheidungen sind getroffen worden, beispielsweise von Rot-Rot in Berlin 2004. Sie sind aber auch getroffen worden von einer rot-grünen Bundesregierung mit dem Bundesfinanzminister Hans Eichel an der Spitze. Gucken Sie sich einmal die alten BFA- und GAGFA-Wohnungen, die Eisenbahnerwohnungen an. Gucken Sie sich einmal, was der Grundbestand war. Wenn man aber einmal einen Fehler gemacht hat, kann man ihn nicht heilen, wenn man den nächsten Fehler begeht, sondern man muss einfach klug und vernünftig langfristig Wohnungsbaupolitik machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir müssen Flächen mobilisieren, das ist ganz klar, ohne blind alles zuzubauen. Das gehört dazu. Wir wollen in Zukunft auch weiterhin gemischte Quartiere haben. Und das gilt in allen Regeln von sozialer Durchmischung. Ich will in diesem Zusammenhang sagen, dass alle Anstrengungen zur Verbesserung der Attraktivität des ländlichen Raums indirekt auch eine Entlastung des Ballungsraums bedeutet. Das sollen wir an dieser Stelle nicht vergessen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist auf jeden Fall so. Deswegen ein Punkt. Was ist denn los, Herr Weiß? Warum sind Sie denn so aufgeregt? Suchen Sie noch einen Bürgermeisterkandidaten? Also, und natürlich gehören auch rechtliche Mittel dazu, meine sehr verehrten Damen und Herren, in angespannten Märkten.
Dazu gehört die Mietpreisbremse bei Neuvermietungen, wo wir gerade an der Novellierung sind. Dazu gehört der Mietpreisdeckel bei Bestandsverträgen in angespannten Märkten, 15% in 3 Jahren. Dazu gehört auch der Schutz von Mietverträgen bei Umwandlung in Eigentum. Insgesamt haben wir ein sehr umfassendes Paket von Neubauaktivitäten, von Bestandsschutz, von rechtlichen Regelungen, von eigenen Aktivitäten, von Flächenmobilisierung, auch gemeinsam mit den Kommunen. Das werden wir ruhig und entschlossen Schritt für Schritt in den nächsten 5 Jahren umsetzen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir. Nur nachrichtlich teile ich mit, dass die Redezeit, die zwischen den Fraktionen vereinbart worden ist, um 5 Minuten 36 durch die Landesregierung überzogen worden ist. Allerdings gehen wir ohne dies in eine zweite Runde. Und insoweit darf ich dem Kollegen Lenders das Wort erteilen für 5 Minuten. Bitte schön, Jürgen Lenders. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich glaube, dass wir den Stil von Staatsminister Al-Wazir hier nicht mehr ändern werden. Er pflegt es immer wieder doch in einer Art und Weise auch auf Abgeordnete zuzugehen. Er muss es selber wissen. Sei es drum. Meine Damen und Herren, was ich dem Staatsminister zugestehe, ist, dass er hier einmal zum Thema geredet hat, sich mit dem Thema, was heißt eigentlich Zweckentfremdung, auseinandergesetzt hat. Und dann auch versucht hat, uns ein bisschen zu erklären, was Sie denn vorhaben. Und da ist genau das Problem, Al-Wazir, warum ich mich hier auch noch einmal zu Wort gewählt habe. Das hörte sich leider Gottes ein bisschen so an wie ein Weiter-so. Das hörte sich leider so an wie, wir machen genau das, was wir die letzten 5 Jahre gemacht haben. Und da muss man dann einfach einmal die Bilanz sich dieser Landesregierung anschauen und sagen, die ist desaströs. Sie ist desaströs. Meine Damen und Herren, es ist ja auch kein Wunder, dass dann das Ressort von Staatsministerin Hinz dann zum Staatsminister Al-Wazir gewechselt ist. Ich hätte mir aber auch gewünscht, Herr Al-Wazir, dass Sie dann einmal sagen, was Sie vielleicht Neues machen wollen. Ich hatte Ihnen in meiner Rede vorher sozusagen einen gewissen Vertrauensvorschuss gegeben. Aber Sie müssen das dann auch einmal füllen. Mit nur einem Weiter-so, meine Damen und Herren, werden wir die Probleme am Wohnungsmarkt nicht lösen. Das zeigt Ihre Bilanz. Ich meine, an der Stelle, Frau Förster-Heldmann, jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja, regieren hilft da halt nicht. Ne? Also, wenn das der Leitspruch ist, dann ist auch Ihre Aussage so zu verstehen, regieren hilft da nicht. Dann müssen Sie aber dann auch einmal den Menschen beim Bauverein in Darmstadt erklären, warum Sie im Aufsichtsrat dann z.B. Mietpreiserhöhungen dann mit zu verantworten haben. Also, wenn Ihre Einstellung ist, regieren hilft da halt nicht, na, dann lassen Sie es halt, dann lassen Sie andere ran. Aber meine Damen und Herren, in 2,5 Minuten, also Spaß beiseite. Der Kollege von der AfD hat hier eben das Jahr 2015 genannt. Ich muss schon sagen, also Menschen, die zu uns gekommen sind, bei allen Rahmenbedingungen, die die Flüchtlingskrise hatte, bei allen politischen Verfehlungen, die es da gegeben hat, aber Menschen, die zu uns gekommen sind, weil sie Schutz gesucht haben, weil sie vor dem Krieg geflohen sind. Ja, meine Damen und Herren, diese Menschen sind um Leib und Leben gerannt und haben bei uns Schutz gesucht. Dass die jetzt dafür verantwortlich sein sollen, dass wir eine verfehlte Wohnungsbaupolitik gemacht haben, ist eine Unverschämtheit. Das ist eine Unverschämtheit. Das ist eine Unverschämtheit. Menschen, die bei uns Schutz suchen, die wir aufgenommen haben, bei dem Engagement der Deutschen, die sich als Land bewiesen haben, die diesen Menschen auch Schutz gewähren, die haben wir aufgenommen, und für die haben wir Platz und für die haben wir Wohnungen. Meine Damen und Herren, es ist viel schiefgelaufen im Jahre 2015, aber dass sich Deutschland bewiesen hat, dass wir ein starkes Land sind und dass wir den Menschen Schutz und eine Wohnung gewähren können. Meine Damen und Herren, das haben wir nur wirklich unter Beweis gestellt. Und dass die schuld sein sollen einer verfehlten Wohnungsbaupolitik, ist unerträglich. Unerträglich.
Danke schön, Kollege Lenders. Nächster Redner ist der Kollege Schalauske, 5 Minuten. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das war ja jetzt eine ganz spannende Etikettierung, die wir hier als Fraktion bekommen haben. Also wahlweise aus den Reihen der GRÜNEN hieß es, wir seien neoliberal. Der Herr Minister meint, wir würden uns auf den Weg zum Kommunismus begeben. Vielleicht entscheiden Sie sich einmal. Das scheinen mir ja schon zwei ziemlich unterschiedliche Pole zu sein. An Ihrer Stelle wäre ich, meine lieben Kollegen von den GRÜNEN, auch sehr, sehr vorsichtig mit der Etikettierung von neoliberal von anderen. Wer sich nämlich daran beteiligt hat, die Rahmenbedingungen für Länder wie Berlin zu verschlechtern, indem man die Unternehmenssteuern gesenkt hat, indem man eine marktradikale Politik im Bund durchgesetzt hat, wer dafür, wem die Hartz-IV-Gesetze nicht schnell genug gehen konnten, und wer dafür gesorgt hat, dass die Rente teilprivatisiert wurde, der sollte über neoliberale Politik besser schweigen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und um das ein für alle Mal zu sagen, die Privatisierung von öffentlichem Eigentum, die ist, egal wer das betreibt, ein ganz, ganz großer Fehler. Aber wenn Sie dann mit Ihren Fingern auf die Linke zeigen, dann würde ich mich freuen, dass Sie noch einmal darüber nachdenken, mit wem Sie hier in Hessen eigentlich regieren, nämlich mit einer Partei, die unser Universitätsklinikum verscherbelt hat, und einer Partei, die die Nassauische Heimstätte verkaufen wollte. Mit denen regieren Sie hier. Erteilen Sie Ihrem Koalitionspartner eine Lektion über neoliberale Politik. Das wäre angebracht. Das wäre angebracht gewesen. Und jetzt ist uns von Seiten der FDP vorgeworfen worden, wir wollen doch nur die privaten Immobilienbesitzer enteignen. Und ich frage Sie, was ist eigentlich Ihr Blick auf die aktuellen Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt? Wenn man sich anschaut, dass viele Menschen mit geringem Einkommen mittlerweile mehr als die Hälfte ihres verfügbaren Einkommens für die Miete ausgeben müssen, reden wir denn nicht da über Enteignung? Reden wir nicht bei galoppierenden und steigenden Mietpreisen, wo sich große Immobilienkonzerne, die Aktien notiert sind und die nur auf die Rendite und auf das Shareholder Value schauen, reden wir nicht darüber, dass die Menschen, die dringend eine bezahlbare Wohnung suchen, enteignen? Und ich finde, dass wir in einem Land leben, in dem wir nach 1945 gerade hier in Hessen schon einmal sehr viel weiter waren in der Frage, welche Bedeutung Eigentum in unserer Gesellschaft hat. Die Mütter und Väter der Hessischen Verfassung und des Grundgesetzes haben aus den Schrecken von Krieg und Faschismus die Erkenntnis gezogen, dass wir einen großen Teil an öffentlichem Eigentum brauchen, weil nämlich die Zusammenballung von sehr viel Privateigentum in den Händen weniger immer gesellschaftlich schädlicher ist. Deswegen haben Sie ausdrücklich die Möglichkeit der Vergesellschaftung von Wirtschaftsbereichen in öffentliches Eigentum vorgesehen. Ich begrüße es ausdrücklich, und das ist keine Debatte, die die Partei DIE LINKE alleine angestoßen hat. Die Bedingungen auf den Wohnungsmärkten in den Ballungszentren sind so dramatisch, dass aus den Stadtteilen von den Menschen selbst die Forderung entsteht, dass wir große börsennotierte Immobilienkonzerne doch wieder besser in öffentlichem Eigentum veranschlagen, weil das die bessere Möglichkeit ist, bezahlbaren und sozialen Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung zu schaffen. Das ist kein Kommunismus, das ist Grundgesetz. Lesen Sie einmal das Grundgesetz und die Hessische Verfassung. Aber das ist von Ihnen wahrscheinlich nicht zu erwarten. Weil Sie haben ja, und da will ich dem Kollegen Lenders ausdrücklich zustimmen, Sie haben ja Migration und Migrantinnen und Migranten, Menschen, die zu uns kommen, zum alleinigen und zum zentralen Problem erklärt, zu Schuldigen, zu Sündenböcken. Und Sie verbreiten hier Ihren hanebüchenen Unsinn. Obwohl, hätte es denn ein einziges Problem auf dem Wohnungsmarkt nicht gegeben, wenn Menschen zu uns gekommen sind? Das Problem sind doch nicht die Menschen, sondern sind die falschen politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen. Aber an denen wollen Sie nichts ändern, weil Sie nur eine Politik für diejenigen machen wollen, die sich weiter an der jetzigen Situation dumm und dämlich verdienen.
So, das eigentliche Problem aber der Debatte, und damit komme ich zum Ende, dass der Wirtschafts- und Wohnungsminister wieder nichts über Leerstände gesagt haben, die über marktaktiven Leerstand hinausgehen. Sie haben nichts zu strukturellem Leerstand gesagt. Sie haben nichts zu anderen Leerstandsphänomenen wie Sockelleerstand gesagt. Und Sie haben gezeigt, dass Sie sich weiter einer ernsthaften Debatte über Leerstände und über das Verbot von Spekulation verweigern wollen. Das ist im Sinne der Mieterinnen und Mieter sehr bedauerlich. Herzlichen Dank, Herr Kollege Schalauske. – Nächste Rednerin ist die Kollegin Elke Barth für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst einmal ausdrücklichen Dank, Herr Lenders, dass Sie eben auch noch einmal klargestellt haben, dass unsere aktuelle Wohnungsnot nichts, aber auch gar nichts mit der Situation der Flüchtlinge zu tun hat, diesen nicht anzulasten ist. Menschen, die wir aus humanitären Gründen aufgenommen haben, die Wohnungsnot gab es nämlich auch schon vor 2015. In Ihrem ersten Redebeitrag haben Sie allerdings auch gesagt, die böse Spekulation müsse jetzt herhalten, um von dem eigentlichen Problem abzulenken. Ich will es jetzt noch einmal ganz klar sagen. Natürlich ist ein Verbot von Zweckentfremdung kein Allheilmittel. Es gibt nämlich gar kein Allheilmittel gegen die Wohnungsnot. Aber es ist ein Mosaikstein, und es kann Teil der Lösung sein, genauso wie die Mietpreisbremse, wie Milieuschutzsatzungen, die Unterstützung kommunaler Baugesellschaften und Genossenschaften, die Unterstützung unserer landeseigenen Gesellschaften, Förderung und Darlehen, Beförderung von seriellen Bauern, eine Verbesserung der HBO, wo letztes Jahr leider ein paar Chancen verpasst wurden, um Bauen schneller und günstiger zu machen. Wir brauchen einfach alles, um den Bau von Wohnungen voranzutreiben, aber auch gleichzeitig dürfen wir das nicht ausspielen, dagegen Wohnungen im Bestand zu schützen. Herr Kasseckert, wir haben das deshalb heute noch einmal aufgerufen, weil wir der Meinung sind, dass Sie sich in der letzten Plenarrunde gerade bei dem Punkt der spekulativen Leerstände schlicht der Realität verweigert haben. Deswegen haben wir heute noch einmal darüber gesprochen. Und was mir inzwischen wirklich auf die Nerven geht, ist das Herumreiten der GRÜNEN auf den 1,4 %. Ich muss auch sagen, das ist inzwischen wirklich unprofessionell. Manchmal hilft es auch, nicht einfach seine Rede nur vorzulesen, sondern auch einmal auf die Argumente der Vorredner zu hören. Ich glaube, ich habe sehr detailliert den Unterschied von marktaktiven Leerständen und dysfunktionalen Leerständen erläutert. Herr Schalauske hat sich da auch noch einmal verdient gemacht. Und ich denke auch, wenn wir bei 400.000 – ich rechne es jetzt noch einmal vor – 400.000 Wohnungen in Frankfurt, 1,4 %, wenn die Zahl stimmen sollte, ja, 5.000 Wohnungen, und wenn wir davon wiederum nur 10 %, ja, als Spekulation zurückgewinnen könnten, oder Wohnungen, die zuvor der Spekulation gedient haben, für den Wohnungsmarkt zurückgewinnen könnten, wären das immerhin 500 Wohnungen. Und jetzt rechnen Sie bitte einmal aus, wie viel Fördermittel wir in die Hand nehmen müssen, um 500 Wohnungen zu bauen. Insofern finde ich das etwas bedauerlich, dass wir dieses wichtige Instrument liegen lassen. Insofern sind das Es sind übrigens auch nicht nur Gefühle von Elke Barth, die sagen, dass die Leerstände mehr als 1,4 % betragen. Das erinnert mich an das berühmte Zitat, nicht ein Geisterfahrer, viele. Ich, Herr Al-Wazir, habe auf meiner Seite wenigstens noch die grünen Kommunalpolitiker vor Ort, die meine Meinung genauso teilen. Sie dagegen sind, glaube ich, in Frankfurt mit Ihrer Meinung in den betroffenen Arealen ziemlich allein. Ich lade Sie gerne noch einmal herzlich ein. Lassen Sie uns zusammen noch einmal nach Frankfurt fahren, vielleicht in Begleitung einiger grüner Kommunalpolitiker. Und als letzter Satz, Frau Förster-Heldmann,
wie Sie mit diesen umgegangen sind, eben in Ihrer Rede, ja, mit Ihren grünen Kollegen vor Ort, das finde ich schon fast eher abschneidend. Sie haben wenigstens das Recht, von Ihnen ernst genommen zu werden. Na ja, die sagen das hier, wir sagen das hier anders. Wissen Sie, was ich getan hätte? Ich hätte dort einmal angerufen. Ich hätte mich mit denen zusammengesetzt. Ja, Sie lachen. Aber vielleicht hätten die Ihnen auch die Probleme vor Ort mal erklären lassen. Ich bin aus vollem Herzen immer noch Kommunalpolitikerin, neben meiner Arbeit hier im Landtag, auch wenn es manchmal schwierig zeitlich zu vereinbaren ist, weil häufig sind die nämlich etwas näher an der Sache als wir hier in unserem Raumschiff. Vielen Dank. Danke an Sie, Frau Kollegin. Nächster Redner ist Abgeordneter Gagel für die Fraktion der AfD. Herr Präsident, verehrte Kollegen! Ich muss doch noch einmal auf den Herrn Lenders eingehen. Herr Lenders, das war ja eine schöne Rede eben, wo Sie sich doch die Absolution der anderen Parteien, der anderen Altparteien hier abholen wollten mit Ihrem Migrationsthema. Aber, Herr Lenders, damit hat die FDP sich entlarvt. Denn die FDP, die immer Marktmechanismen anstrebt und sagt, der Markt funktioniert so und so, da müssen Sie doch eigentlich gemerkt haben, dass wenn 2 Millionen Menschen ins Land kommen und sie treffen auf einen Wohnungsmarkt, dass dann auch ein Marktmechanismus herrscht. Und diesen können Sie doch nicht negieren. Wir machen doch persönlich die Migranten, die hineingekommen sind, nicht dafür schuld. Die Migranten sind persönlich nicht daran schuld. Die sind mit Sicherheit nicht daran schuld. Die verfehlte Politik ist daran schuld, dass die hereingekommen sind. Denn es war eine politische Entscheidung, die Grenzen zu öffnen. Eine politische Entscheidung. Und diese politische Entscheidung hat dazu geführt, dass wir in unserer Gesellschaft massive Probleme kriegen. Und die Wohnungsknappheit ist nur eines der Probleme. Es gibt noch andere. Dann zum Thema Leerstand. Ich bin sicherlich unverdächtig, dem Herrn Al-Wazir an der Stelle dabei zu springen, aber er hat etwas Gutes gesagt, und das ist mit Sicherheit, müsste Ihnen eigentlich auch einleuchten von der SPD und von den LINKEN. Die Leerstandsquote von 1,4 %, können wir über die Zahl streiten, wie die ist. Wir haben in einem Markt immer irgendeinen Leerstand und irgendeinen Mangel. Wenn Sie hier mit der Argumentation hingehen und sagen, ja, da ist ja ein Leerstand da und da müssen wir das irgendwie rekrutieren, diesen Leerstand, weil wir einen Mangel haben, dann müssten Sie ja genauso hingehen und sagen, wir haben in Hessen 4 % Arbeitslosigkeit und wir haben Fachkräftemangel. Und das ist ja auch nicht Ihr Thema. Also insofern, es gibt in jedem Markt irgendwo einen Leerstand oder wie gesagt, im Arbeitsmarkt ist die Arbeitslosigkeit, und es kann ein Fachkräftemangel gleichzeitig auftreten. Denn Sie können die 4 % Arbeitslosen mit Sicherheit nicht dort hineinkriegen, dass entsprechend das passt. Ja. Und das nächste, ja, das glaube ich Ihnen. Ja, ja. Das nächste Thema, das hat Herr Al-Wazir ja auch gesagt, das nächste Thema ist Taunusstein. Auch wenn ich sicherlich unverdächtig bin, dem CDU-Bürgermeister hier beizuspringen. Der CDU-Bürgermeister in Taunusstein macht Folgendes. Er weist ein Neubaugebiet aus. Es wird von allen ja immer gefordert, Ausweisung von Bauland. Das hat er jetzt tatsächlich gemacht. Und er plant in Hahn Süd ein großes Baugebiet, Herr Weiß. So. Und wie Herr Al-Wazir richtig gesagt hat, die SPD kriegt es ja noch nicht einmal hin, in Taunusstein überhaupt einen Bürgermeisterkandidat aufzustellen. Da wollen Sie hier im Landtag die großen Schwünge tun, aber da müssten Sie doch normalerweise da, wo Sie das kritisieren, was der Bürgermeister falsch macht, doch erst einmal überhaupt hingehen und überhaupt erst einmal einen Kandidaten aufstellen, damit Sie die Politik in der Gemeinde Taunusstein mitbestimmen. Jedenfalls mit den sozialistischen Mängelverwaltungsmethoden, wie in Ihrem Antrag beschrieben, werden wir das Problem nicht hinbekommen. Ich habe es vorhin schon gesagt. Ausweisung von Bauland, Abbau von Investitionshemmnissen usw. so werden das Problem viel besser lösen. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Gagel. Verblieben ist noch eine Minute 23. Herr Lambrou, bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte als Fraktionsvorsitzender der AfD auf einen Punkt eingehen, den ich letzte Legislaturperiode auch sehr oft erlebt habe auf der Zuschauertribüne. Wir weisen lediglich darauf hin, dass eine der Ursachen, warum wir hier in Deutschland Wohnungsknappheit haben, auch die ist, dass 2 Millionen Menschen zu uns gekommen sind. Ihre Reaktion ist atemberaubend. Die Kollegin der SPD hat eben von einem Raumschiff gesprochen. In der Tat ist das hier ein Raumschiff, wenn man nicht einmal sagen kann, dass der Zuzug von 2 Millionen Menschen eine wesentliche Mitursache ist für die Wohnungsknappheit in Deutschland. Und das Gegenmittel gegen diese Realitätsverleugnung sitzt da drüben mit 18 Abgeordneten. Sie heißt AfD, und wir werden das in den nächsten 5 Jahren immer wieder hier ins Plenum einbringen. Unangenehme Tatsachen, die Sie nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Das ist der Auftrag, den uns die Bürger, die uns gewählt haben, gegeben haben, und den werden wir erfüllen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Herr Lambrou, als Nächster spricht der Fraktionsvorsitzende der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Herr Kollege Wagner. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte beginnen mit dem Beitrag des Kollegen der LINKEN. Herr Schalauske, Sie haben gewohnt eloquent und gewohnt lautstark vorgetragen, was Sie zu dem Thema denken. Ich glaube aber, da Sie einer Partei angehören, die größte wohnungspolitische Fehlentscheidung der letzten 2 Jahrzehnte zu verantworten hat, sollten Sie in dieser Debatte mehr Demut üben, Herr Kollege Schalauske. Die größte wohnungsbaupolitische Fehlentscheidung der letzten 2 Jahrzehnte war die Entscheidung des Berliner Senates unter Beteiligung der LINKEN, 60.000 Wohnungen im Land Berlin zu verkaufen. Sie haben diese Wohnungen für ein Butterbrot verkauft und wollen sie jetzt für Milliardenbeträge zurückkaufen. Herr Schalauske, Sie sollten etwas kleinere Brötchen backen. Oder um es in Ihrer Diktion zu sagen, Herr Kollege Schalauske, Sie haben die Gewinne privatisiert, und Sie haben die Kosten sozialisiert, Herr Schalauske. Sie sollten kleine Brötchen backen in dieser Debatte. Ich habe mehr Verständnis für die Argumentation der Kolleginnen und Kollegen der SPD. Sie greifen sich ein Instrument der Wohnungsbaupolitik heraus. Dafür habe ich Verständnis, weil das gibt Ihnen ja die Möglichkeit, über andere Instrumente der Wohnungsbaupolitik, die diese Koalition ergriffen hat, nicht zu reden. Und ich möchte die 14 wichtigsten wohnungsbaupolitischen Maßnahmen der letzten Jahre aufzählen, begonnen mit Priska Hinz, fortgesetzt mit Tarek Al-Wazir. Erstens. Streichung des Vorrangs der Eigenheimförderung. Zweitens. Wiedereinführung Fehlbelegungsabgabe. Drittens. Umsetzung Mietpreisbremse. Viertens. Bessere Förderung von genossenschaftlichen Bauen. Fünftens. Baulandoffensive zur Erschließung von neuen Baugebieten. Sechstens. Stärkung der nassauischen Heimstätte durch Kapitalerhöhung. Siebtens. Mietpreisbegrenzung bei der nassauischen Heimstätte. Achtens. Die Förderprogramme des Landes werden endlich abgerufen. Das war lange Jahre keine Selbstverständlichkeit. Neuntens. Teilweise Umstellung der Förderprogramme von Zinsvergünstigungen auf Darlehen. Zehntens. Kein einziger Antrag auf geförderten Wohnungsbau scheitert in Hessen am Geld. Elftens. Rekordsumme für die Wohnraumförderung in dieser Legislaturperiode mit 2,2 Milliarden € für 22.000 Wohnungen für 66.000 Menschen. Zwölftens. Als kommendes Vorhaben in der Regel Konzeptvergabe von Baugebieten, die das Land zu verantworten hat. Dreizehntens. Ausweitung der Kündigungssperrfrist auf 8 Jahre.
14. Genehmigungsvorbehalt für Kommunen bei der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen. Dass Sie darüber in dieser Debatte nicht sprechen wollten, das kann ich gut verstehen, weil diese Bilanz kann sich sehen lassen, meine Damen und Herren. Ich will der Debatte über die Wohnraumzweckentfremdung überhaupt nicht ausweichen. Ja, es gibt weitere wohnungsbaupolitische Instrumente. Es gibt das Instrument des Wohnraumzweckentfremdungsverbotes. Es gibt auf Bundesebene das Instrument einer wirksamen und scharfen Mietpreisbremse. Die steht, glaube ich, im Wahlprogramm der SPD, ist auf Bundesebene nicht umgesetzt. Ja, und Frau Kollegin Barth hat angesprochen, das war jetzt ein mir neuer Vorschlag, dass man auch die Spekulationsgewinne beim Wohnungsbau in der Einkommensteuer berücksichtigen soll und stärker das versteuerungspflichtig machen soll. Ja, natürlich gibt es immer Vorschläge für weitere Instrumente. Das ist doch gar keine Frage. Aber Sie wie wir müssen auch sehen, dass es auch unterschiedliche Meinungen zu Instrumenten gibt. Und so wenig wie ich Ihnen vorhalte, dass das an bundespolitischen Maßnahmen, was in Ihrem Wahlprogramm steht, nicht eins zu eins umgesetzt wird, werfen Sie es uns bitte auch nicht vor. So ist das Wesen der Demokratie. Sie besteht aus Kompromissen, meine Damen und Herren. Aber erwecken Sie bitte nicht den Eindruck, das Wohnraumzweckentfremdungsverbot wäre eine alleinselig machende Maßnahme. Wenn das so wäre, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, dann müssten wir in Hamburg einen entspannten Wohnungsmarkt haben. Haben wir aber nicht. Dann müssten wir in Berlin, die dieses Instrument zur Verfügung haben, einen entspannten Wohnungsmarkt haben. Haben wir aber nicht. Berlin ist die Stadt mit der höchsten Mietpreisentwicklung, und in dieser Stadt trägt die SPD seit 18 Jahren die Verantwortung. Ganz so einfach, wie Sie es sich hier machen, scheint es offenbar nicht zu sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Wagner. Als Nächster spricht zu uns der Fraktionsvorsitzende der Fraktion der CDU, Michael Boddenberg. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will vorwegschicken, dass ich glaube, jedermann Verständnis dafür hat, dass, wenn es um Wohnungsbaupolitik geht, wir regelmäßig eine sehr emotionale Debatte haben. Das hat etwas damit zu tun, das hat der Minister angesprochen, dass es sich bei Wohnen um ein existenzielles Bedürfnis, und ich sage ein existenzielles Recht eines jeden Einzelnen in unserer Gesellschaft handelt. Das hat natürlich etwas damit zu tun, auch das ist zu Recht angesprochen worden, dass es hier mit einem Markt zu tun haben, der durchaus auf Veränderungen nicht so reagiert, wie wir das gerne sehr viel schneller häufig hätten. Da es heute erneut so war, dass hier sehr viel Schwarz-Weiß gezeichnet wurde, und Herr Schalauske, ich glaube, ich nicht wiederholen muss, was Matthias Wagner gerade zu dem gesagt hat, was Sie hier vorgetragen haben, indem er zu Recht darauf hinweist, dass der Berliner Senat seinerzeit aus ganz anderen Gründen dieses Massengeschäft gemacht hat, um marode Haushalte zu sanieren, ihm damals offenkundig völlig egal war, was das für die Tausenden von Mietern bedeutet, sage ich, das darf aber nicht dazu führen, die Kritik daran an Ihnen darf nicht dazu führen, dass man beispielsweise Privatisierung oder Wohnungsverkäufe generell als etwas stigmatisiert, das immer falsch ist. Ja, da sage ich jetzt gleich genau das, was ich Ihrer Kollegin Frau Wissler im Wahlkampf gesagt habe. Und ich gehe auf die Nassauische Heimstätte ein, Herr Schalauske. Hören Sie doch einmal zu. Ich gehe auf die Nassauische Heimstätte und auf die Wohnstadt ein. Das sind die Wohnungsbaugesellschaften, die einen öffentlichen Auftrag haben, 60.000 Wohnungen unterhalten in unserem Land. Ja, und die haben tatsächlich eine Verkaufsstrategie, das ist ungeheuerlich. Die haben eine, also nach Ihren Worten, nach meinen nicht. Die haben eine Verkaufsstrategie, weil sie eine Portfoliostrategie haben, die auf Veränderungen in unterschiedlichen Regionen in unserem Land Hessen eingehen. Und
Sie müssen mir einmal erklären, wo ein Problem sein soll, wenn die Nassauische Heimstätte oder die Wohnstadt Wohnungen dort verkaufen, wo die aktuellen Mieten unterhalb der Mieten, die wir subventionieren, an anderer Stelle liegen, also es überhaupt keinen Bedarf gibt an einem öffentlichen Eigentum von Wohnungen, weil in diesen Regionen die Preise so sind, dass sie sich jeder normale Bürger leisten kann. Ich könnte Vera Meißner sagen, ich könnte Schwalm-Eder sagen, ich könnte Hersfeld-Rotenburg sagen. Ja, dass die Nassauische Heimstätte sich aus den Bereichen und Regionen der Region zurückzieht, ist doch völlig okay, damit sie die Kraft bekommt, Herr Schalauske, an anderer Stelle, wo wir einen Bedarf haben, in den Ballungsräumen entsprechend als Wohnungsbauunternehmen tätig zu werden. Und der Zwischenruf von Schäfer-Gümbel war ja eben richtig. Ich will das auch heute wiederholen. Dass wir das Eigenkapital dort erhöht haben, haben wir gemeinsam beschlossen, damals aus Gründen, die ich hier nicht wiederholen muss. Die sind vor Jahren hier, nämlich der Zuzug von vielen Menschen, die gekommen sind, immer wieder thematisiert worden. Aber was ich glaube, notwendig ist, und das ist der Punkt, weshalb ich nach vorne gekommen bin, ist, dass wir in dieser Debatte schon auch mit seriösen und validen Zahlen arbeiten. Nein, der Versprecher war gut, da lacht sogar der Kollege Hahn. Also mit validen Zahlen arbeiten. Und da bin ich sogar, und da bin ich sehr bei dem, was der zuständige Minister, Herr Kollege Hahn, dazu gesagt hat. Da bin ich sehr bei dem, was Tarek Al-Wazir gesagt hat. Wollen wir uns jetzt auf Einzelereignisse und Beobachtungen verlassen, oder wollen wir uns darauf verlassen, dass uns Behörden und Gutachter, die akkreditiert sind, in unterschiedlicher Form in diesen Behörden und an deren Zahlen orientieren, um eine Politik zu machen, die halt auf Daten und Zahlen und Fakten beruht, die auch stimmig sind, weitestgehend jedenfalls. Man wird jedes Gutachten natürlich immer wieder auch hinterfragen können. So, und Herr Kollege Schäfer-Gümbel, und das ist das, was ich einfordere, nämlich eine Debatte anhand von Zahlen, Daten, Fakten, aber auch in sensiblen Bereichen. Und die LINKEN versuchen ja immer wieder, das private Kapital als etwas zu stigmatisieren, das es nicht ist. 90% dessen, was im Wohnungsbau stattfindet, ist privates Kapital. Und das sind nicht nur die Zocker und die Heuschrecken, wie sie häufig von linker Seite beschrieben werden. Ja, ich sage nicht, dass es das nicht gibt. Aber ich sage, dass von den 90% und vielleicht mehr seriöse Investoren sind, die sich mit dem Wohnungsbau keine goldene Nase verdienen, sondern eine wichtige Versorgungsfunktion in unserem Land wahrnehmen. Und wenn die 2-3% Rendite erzielen, finde ich das mehr als in Ordnung, Herr Schalauske. Und das ist die Position der CDU. Die werden Sie nie annehmen, weil Sie eine Grundskepsis gegenüber allem haben, was privat heißt. Aber ich sage Ihnen, hören Sie auf, den Menschen Angst zu machen, dass schon der erste kleine Wohnungsverkauf gleich der Ausverkauf der Mietwohnung ist und dann der Auszug bedeutet. Das ist alles grober Unfug und macht mehr Angst, als dass es der Sache hilft. Und Herr Boddenberg, ich muss Sie auf die Redezeit hinweisen. Ja, und ich will Ihnen noch ein Beispiel nennen, Herr Präsident, wenn ich das ganz noch ganz darf. Das habe ich Ihrer Frau Kollegin, Ihrer Fraktionsvorsitzenden Wissler im Wahlkampf gesagt, weil sie mit dem Thema Westhaus in Frankfurt kam. Dort seien angeblich Reihenhäuser massenweise verkauft worden. Wissen Sie, was dort passiert ist? Dort sind in Westhausen 327 Reihenhäuser, die der Nassauischen Heimstätte gehören, zum Kauf angeboten worden den Mietern, die das kaufen konnten, zu einem ordentlichen Preis, aber bezahlbaren Preis für viele. Und wenn sie es nicht wollten, sind sie Mieter in diesen Wohnungen geblieben. Wo, bitte schön, ist das Problem? Und warum stigmatisieren Sie und beschimpfen Sie alle diejenigen, die eine vernünftige Wohnungsbaupolitik machen, die bedarfsgerecht ist und die sich nicht an linken Ideologien orientiert? Herzlichen Dank, Herr Präsident, dass ich noch zwei dazu sagen durfte. Einen herzlichen Dank an Sie, Herr Fraktionsvorsitzender. Nächster Redner ist der Fraktionsvorsitzende der Freien Demokraten, René Rock. Seligenstadt, selbstverständlich. Bitte um Verzeihung. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe mich noch einmal zu Wort gemeldet, weil die letzten Wortbeiträge eins, glaube ich, sehr deutlich gemacht haben, dass wir bei einem sehr, sehr wichtigen Thema heute bei diesem Setzpunkt waren, also sind, dem Wohnungsbau, der Wohnungsbaupolitik.
und das natürlich für uns Freie Demokraten auch eine soziale Frage ist. Die soziale Frage ist nicht nur beim Mieten, sondern auch beim Eigentumerwerb. Für uns ist es genauso wichtig, dass man sich auch noch eine Wohnung leisten kann, kaufen kann und dass natürlich für die Mitte der Gesellschaft das auch erschwinglich ist. Das ist auch eine zentrale Frage, die wir lösen müssen. Und was mir aufgefallen ist und vielleicht vielen anderen, die heute dieser Debatte auch gefolgt sind, Nebelkerzen werfen, Schuldzuweisungen, hier vorgehen, zu sagen, die Linke hat dort irgendwas gemacht, der hat da irgendwas gemacht, das nutzt keinem hessischen Bürger, keiner hessischen Bürgerin, die verzweifelt versucht, eine Wohnung zu finden, oder eine Familie, die versucht, eine Eigentumswohnung zu kaufen, ein Reihenhaus. Das nutzt diesen Menschen nichts. Und wir diskreditieren auch uns selbst, wenn wir in dieser Art und Weise mit diesem Thema umgehen. Und Herr Minister, bitte, wenn Sie hier vorgehen, dann verlieren Sie sich nicht in persönlichen Attacken oder in Zuweisungen an Abgeordnete, sondern sagen Sie uns ganz konkret, die ersten 100 Tage dieser Landesregierung sind bald rum. Das war das letzte Plenum vor den 100 Tagen. Sagen Sie uns endlich, was das gebracht hat, dieses Ministerium, diese Aufgabe von einem Ministerium zum anderen Ministerium zu bringen. Was sind Ihre Ansätze, die Probleme in unserem Land zu lösen? Ich will jetzt gar nicht auf den Aussetzer Ihrer Fraktionskollegin mit Regieren hilft nichts eingehen. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie uns hier sagen, wie Sie das drängende Problem der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land endlich angehen wollen. Dafür sind Sie hier angetreten. Also informieren Sie uns, damit wir uns mit Ihren Vorschlägen auch kritisch auseinandersetzen können. Unsere kennen Sie ja bereits. Vielleicht übernehmen Sie ein paar von denen. Das wäre vielleicht ganz gut. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Kollege Rock. Damit sind wir am Ende der Rednerliste angelangt. Wir haben hier vorliegen einen Entschließungsantrag. Wollen wir den gleich abstimmen? Wollen wir gleich abstimmen? Dann stimmen wir den gleich ab. Dann rufe ich auf Drucksachennummer 20394. Wer für diesen Entschließungsantrag stimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Damit ist der Antrag abgelehnt mit den Stimmen von AfD, FDP, CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Das Stimmverhalten Linkspartei hatte Zustimmung. Danke schön.